Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir. In diesem Video soll es mal um die 5 seltensten und teuersten Skins in Fortnite gehen. Ich habe mich mal durchgeschaut und ich habe auf jeden Fall 5 richtig geile Skins gefunden, die ihr auf jeden Fall feiern werdet und die ihr ganz bestimmt noch gar nicht gesehen habt oder sehr sehr selten gesehen habt in Fortnite. Aber ich will euch gar nicht so weit auf die Folter spannen, ich sag einfach mal viel Spaß. Wir fangen direkt klein an und ich muss sagen, dieser Skin war gar nicht mal allzu selten im Shop, aber dafür sehe ich den so selten und der wird auch so teuer gehandelt, muss ich sagen. Ich persönlich bin jetzt kein Riesenfan von diesem Skin und zwar ist es der Ghoul Trooper. Viele von euch haben den wahrscheinlich schon gesehen und ihr wisst auch ganz bestimmt, dass Monte ein Riesenfan von diesem Skin ist, sich sogar einen Account gekauft hat im dreistelligen Bereich, also im mittleren 100er Bereich. Ich weiß nicht, ich glaube sogar 400 Euro oder so hat er für diesen Skin ausgegeben, also für einen Account mit dem Skin. Ich persönlich bin jetzt wie gesagt nicht so ein Riesenfan davon, aber ich kann euch sagen, dieser Skin war bis jetzt 9 Mal im Shop und zwar wurde er als erstes am 30. Oktober 2017 war er zum ersten Mal im Shop und zum letzten Mal war er am 28. November 2017 im Shop. Das ist ein epischer Skin oder ein episches Outfit und hat damals 1500 V-Bucks gekostet und ich muss sagen, ich habe den bis jetzt 1 oder 2 Mal insgesamt gesehen und ich habe schon einige Spiele auf dem Tacho. Also sagt mal eure Meinung in die Kommentare, mich interessiert es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, da feiere ich einen anderen Skin mehr, der gleich kommt. Aber vielleicht haben den ja sogar einige von euch, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Mega gespannt, ob irgendwelche Leute von euch diesen Skin haben. Aber wir gucken auch schon auf den nächsten Skin und zwar ist der auch auf dem Platz 5. Ich finde, die gehören einfach zusammen und zwar der Ghoul Trooper. Der wurde auch zum ersten Mal am 30. Oktober gesehen, genau wie der Ghoul Trooper zum letzten Mal am 28. November 2017. Also die kamen immer mit dem, der Ghoul Trooper und der Ghoul Trooper kamen immer gleich und der wurde auch bis jetzt 9 Mal im Shop gesichtet. Ist ein episches Outfit und hat damals 1200 V-Bucks nur gekostet und ich persönlich muss sagen, dass ich den mehr feiere als den Ghoul Trooper, aber ist ja meine persönliche Meinung, also jeder hat ja eine andere Wahrnehmung oder einen anderen Geschmack. Ich persönlich finde den irgendwie epischer und keine Ahnung, der reizt mich irgendwie mehr und ich muss sagen, diesen Skin habe ich noch nicht ein einziges Mal irgendwo in einer Runde gesehen, in der Lobby. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den habt, wie gesagt, wie beim Ghoul Trooper auch oder ob ihr den schon mal gesehen habt, interessiert mich auf jeden Fall. Aber wir gucken direkt weiter auf den Platz 4. Da haben wir nämlich den Black Knight, also den schwarzen Ritter und den, also den finde ich richtig krank. Den habe ich bis jetzt nur noch ein einziges Mal gesehen und das bei einem Kollegen. Das Teil finde ich richtig episch und den hat man in der Season 2 beim Battle Pass bekommen, wenn man Level 70 erreicht hat. Das ist auf jeden Fall eine mega Sache, den finde ich richtig krank. Auch sein Schild finde ich richtig geil. Den konnte man damals nicht kaufen, der wurde noch nie im Shop gesichtet, also der kam auch noch nie wieder in den Shop. Ist wahrscheinlich vom Battle Pass und Epic Games packt diese Battle Pass Skins oder Outfits ja nie in den Shop und das finde ich auch geil, dass er dann besonders ist und wie gesagt auch der John Wick oder jetzt dieser Blockbuster oder Omega Skin und sonst was, ich finde das cool, dass die nicht nochmal in den Shop kommen, dass man die kaufen kann, das finde ich geil, bedeutet man muss sich den wirklich erspielen und hart erarbeiten. Der Black Knight war bis jetzt noch nicht ein einziges Mal im Shop, weil das ein Season oder Battle Pass Skin ist und den hat man in der Season 2 bekommen, noch nie in der Runde gesehen und finde ich mega geil. Dann haben wir auf dem Platz 3 haben wir den Recon Expert oder die Recon Expert. 1200 V-Bucks hat der damals gekostet und habe ich persönlich auch noch nie gesehen. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von diesen Standard-Skins oder ja, die nicht so teuer sind. Also der ist zwar schon für 1200 V-Bucks ist er schon teuer, aber der ist nicht so aufwendig, der hat nichts Besonderes. Trotzdem finde ich den ganz nice und den habe ich wie gesagt auch noch nicht einmal im Shop gesehen. Der war aber bislang 2 Mal im Shop. Das erste Mal am 30. Oktober und das zweite Mal am 12. Oktober. Den Skin konnte man sich für 1200 V-Bucks kaufen und ist ein seltener Skin. Finde ich auf jeden Fall mega krass, dass der bis jetzt nur 2 Mal drin war, obwohl er gar nicht mal so krass besonders aussieht. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ich persönlich noch nicht. Also ich bin mal gespannt, ob der noch einmal in den Shop kommen wird. Dann machen wir auch schon weiter mit dem Platz 2. Und Leute, da habe ich den krassesten Skin gesehen. Also den habe ich wirklich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und zwar Renegade Rider. Diesen Skin gab es nur ein einziges Mal und zwar in der Season 1, wenn man Level 20 erreicht hat. Der hat 1200 V-Bucks gekostet und damals war das jetzt kein Spiel, wo man unbedingt Geld dafür ausgegeben hätte, weil man es wirklich nicht gespielt hat und es war kein gehyptes Spiel oder sonst irgendwas. Aber diesen Renegade Rider
gab es bis jetzt nur in der Season 2 zu sehen. Das finde ich richtig heftig. Also ich persönlich habe den, wie gesagt, noch nie gesehen. Einmal in einem Video habe ich mal nachgeforscht. Ich glaube, Ninja hatte den einmal, da habe ich den einmal gesehen. Und den fand ich schon richtig nice, auch mit den Strichen im Gesicht. Wie gesagt, sieht aus wie Tattoos oder sonst irgendwas. Aber den habe ich noch nie gesehen im Shop. Und ja, der wird auch, glaube ich, nie wieder kommen. Das ist so ein Skin, der ist super selten. Und den gab es, wie gesagt, nur in der Season 1, wenn man Level 20 erreicht hat. Ja, Level 20, ihr habt richtig gehört. Damals musste man nur 20 Level leveln und nicht wie heute 100 Level oder 70 Level, bis man irgendwas bekommt. Aber das ist ein Skin, den ich auf jeden Fall kaufen würde, wenn es den wieder im Shop gibt. Dann kommen wir auch schon zu dem absolut seltensten Skin, den es in Fortnite wahrscheinlich gibt oder geben wird. Und zwar den Aerial Assault Trooper. Diesen Skin gab es noch nie im Shop. Genauso wie die Renegade Raider. Den gab es noch nie im Shop und den konnte man sich damals für 1200 V-Bucks kaufen. Und ja, wahrscheinlich auch wieder in der Season 1 oder nicht wahrscheinlich, es ist in der Season 1 gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von euch in der Season 1 gespielt hat oder vielleicht mal das Spiel angezockt hat, aber nicht wirklich gesuchtet hat. Und in der Season 1, wer damals angefangen hat zu spielen und den jetzt hat, der kann seinen Skin oder seinen Account so teuer verkaufen. Ich habe mal gegoogelt und ich bin da auf keinen Preis gekommen. Ich habe auf englischen Seiten geguckt, auf deutschen Seiten. Leute, ich habe den nicht gefunden. Es hat gefühlt keiner auf dieser Welt diesen Skin. Der hat einfach mal nur 1200 V-Bucks gekostet. Selbstverständlich werden die immer seltener und immer seltener, weil das Spiel damals noch nicht so gehypt war und diese Skins gab es nur für kurze Zeit. Und wer den dann gekauft hat und 2 Jahre später wieder Fortnite spielt, sieht, okay, dieser Skin ist mega gehypt und so teuer, dass ich den einfach für so viel Geld verkaufen könnte. Leute, wann habt ihr angefangen mit Fortnite? Ich persönlich habe in der Season 2 angefangen, aber da habe ich mir den Battle Pass nicht gekauft, weil ich mir dachte, ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich für dieses Spiel Geld ausgeben möchte oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange dieser Hype hält und ich weiß nicht, wie lange ich so Spaß dran in diesem Spiel habe. Aber ich bereue es wirklich sehr, weil ich hätte gerne den Season 2 Skin gehabt von dem Battle Pass, wenn man Level 70 erreicht hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst ganz genau, welchen ich meine mit dem Schild, der ist episch gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich da angefangen habe, richtig so ein Dummkopf gewesen, aber ihr könnt mir wie gesagt in die Kommentare schreiben, wann ihr angefangen habt, interessiert mich, dann können wir auch nochmal in den Kommentaren diskutieren darüber, ob man nicht vielleicht sogar früher angefangen hätte. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, irgendwie einen Skin unbedingt zu kaufen, weil man sich denkt, der wird irgendwann selten sein. Ich meine, heutzutage spielen so viele Leute Fortnite und ich glaube, dieser Skin wird nicht mehr so selten sein. Viele dachten auch, dass der Battlehound sehr, sehr selten ist und der war auch eine Zeit lang selten und viele haben sich bestimmt gefragt, warum der jetzt nicht hier dabei ist. Der wurde vor kurzem im Shop wieder gesichtet. Bedeutet, der war wieder im Shop, man konnte sich den kaufen und relativ viele Leute haben sich diesen Skin auch gekauft. Dadurch ist dieser Skin einfach nicht mehr so selten und keine Ahnung, richtig viele Leute hatten die Möglichkeit, den zu kaufen, also jeder, der Fortnite gespielt hat und deswegen ist er einfach nicht mehr so selten in Fortnite. Das ist sehr, sehr schade, aber ja, es passiert, es werden auch viele Skins kommen wieder, die es vielleicht in der Season 2 gab oder Season 1 sogar, wo Epic Games sich denkt, okay, die hauen wir irgendwann mal wieder raus, vielleicht als Special Event oder doch ganz normal im Shop, weil sie sich denken, der ist so geil und gehypt, viele würden sich den kaufen. So, ist natürlich auch eine Geldsache, Fortnite oder Epic Games denkt ja auch immer, wie sie am besten Profit machen können, es ist ja ein kostenloses Spiel an sich und das ist völlig okay, deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viele Skins ihr euch schon gekauft habt und in welcher Season ihr angefangen habt, interessiert mich mega, wie gesagt, ich lese mir auch alles durch, ihr kriegt auch alle ein Herz, ich gebe mir viel, viel Mühe, um jedem Einzelnen zu antworten und ansonsten danke fürs Zuschauen, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt, 5 seltenen Skins habe ich euch heute gezeigt und ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, ob ihr vielleicht seltenere Skins kennt oder sonst was. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe selber recherchiert und bin auf diesen Entschluss gekommen, diese Skins zu zeigen. Wenn ihr irgendeinen selteneren Skin kennt, dann tut es mir wirklich leid. Wie gesagt, ich habe mein Bestes gegeben und meiner Meinung nach seltensten Skins rausgesucht. Jeder hat seine eigene Meinung, Leute, deswegen respektiert das bitte. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Da sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.